Mal sehen, welche Nachrichten die Devisenmärkte am Dienstag, dem 10. Oktober, erschüttern können. Die Schweizer Arbeitslosenquote für September liegt zunächst um 6:15 vor. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote lag in den letzten 5 Monaten auf demselben niedrigen Niveau. Die deutsche Handelsbilanz für August folgt um 6 Uhr und der Handelsüberschuss verringerte sich im Juli, da die Importe die Exporte übertrafen. Ein paar Pressemitteilungen über die britische Wirtschaft im August werden um 8.30 Uhr erscheinen, darunter die Handelsbilanz. Das Handelsdefizit hat sich im Juli angesichts schwächerer Exporte und wachsender Importe vergrößert. Das Handelsdefizit mit Nicht-EU-Ländern nahm trotz des schwächeren Pfundes zu. Die Industrieproduktion wuchs im Juli im Einklang mit Erwartungen, dies nach einem starken Zuwachs um 0,5% vor einem Monat. Als nächstes erscheint eine Schätzung des britischen BIP für September. Die vorherige Version umfasste 3 Monate bis August und verzeichnete einen starken Anstieg um 0,4%. Kanadische Baugenehmigungsdaten für August sind um 12.30 Uhr dran. Die Zahl der Genehmigungen sank im Juli, nachdem sie 3 Monate lang gewachsen war. Der australische Westpac-Verbrauchervertrauensindex für Oktober steht um 23.30 Uhr zur Verfügung. Der September-Index erholte sich etwas und trotzdem wies der Bericht auf seine Schwäche hin. Insbesondere private Finanzen drückten den Index herunter. Japanische Maschinenbestellungsstatistiken für August folgen um 23.50 Uhr. Im Juli erholte sich die Auftragszahl nach einem 2-monatigen Rückgang. Und japanische vorläufige Daten über Werkzeugmaschinenaufträge im September werden um 6 Uhr vorliegen. Die August-Daten verzeichneten ein besonders starkes Wachstum. Dies war der Wirtschaftskalender für Dienstag. Schauen Sie sich den nächsten Überblick über Pressemitteilungen für Mittwoch an. Auf Wiedersehen.